Tá bom. Die Zeit läuft. Und alle arbeiten konzentriert. Auch die Fotografen hören dazu. Bekommen wir noch ein paar schöne Bilder von der Web.
Faktor sich bei diesen ganzen Pieper, was da um einen rum ist, ja nicht nur von den eigenen Uhren, sondern auch von denen der benachbarten Teams, sich dann zu konzentrieren. Der Lukas macht da hinten hauptsächlich die Rechenaufgaben. Er hat schon gesagt, er tut sich Stöpsel in die Ohren. Ich weiß nicht, ob er das jetzt tatsächlich gemacht hat. Nee, hat er nicht. damit er die Aufgaben halt konzentriert erledigen kann und rechnen kann. Er wird trotzdem sein Bestes geben, auch wenn die Geräuschkulisse natürlich nicht ganz unerheblich ist, besonders wenn man so ein schönes Fanpublikum hat wie hier unsere Freunde von South Carolina, die hier zugucken, dass unsere Leute hier auch einen guten Job machen. So, Lukas scheint mit den Aufgaben fertig zu sein. Er guckt jetzt, wo er helfen kann. Wo er vielleicht schon mal was aufräumen kann. In die falsche Richtung Leute, sorry. Ja, Lukas versucht es zu helfen, wo er kann. Thank you.
mal kurz die Gelegenheit, euch noch jemanden zu zeigen. Der Mann da mit dem Handy, das ist Steve. Steve ist quasi ich in Amerika. Also der organisiert hier, dass der Wettbewerb läuft, dass alles da ist, was gebraucht wird. Ist zuständig für die Teams, für die Registration, für die Werbung, für die Sponsoren. Also der stemmt hier wirklich jedes Jahr ein Riesenprojekt. Hinzu kommt noch, dass die amerikanischen Teams, die hier teilnehmen, noch Regional Divisions haben. Das heißt, die haben regionale Wettbewerbe. Da kamen jetzt gerade noch mal ein paar Tipps von den Amerikanern. So, wir nähern uns dem Ende. Oh, woo!